So, jetzt haben wir in der Nachmittagssession, zum Glück habe ich gerade gesehen, deutlich mehr Zeit als in der Vormittagssession und werden diese Zeit dann jetzt mehr nutzen für das praktische Verständnis und die praktische Verarbeitung, praktische Arbeit mit diesen vier Funktionen der Psyche. Und nachdem wir vor dem Mittagessen bereits uns vertraut gemacht haben mit den beiden Richtungen unserer bewussten Psyche, nämlich der Extroversion und der Introversion, und selbst Conny mittlerweile herausgefunden hat, dass ich recht hatte, denke ich, sind wir gewappnet, um uns dem nächsten Thema zuzuwenden, nämlich der Thematik der Extrovertierten und der Thematik der sogenannten Hauptfunktion. Tatsächlich besitzt jeder Mensch im Rahmen dieses Modells eine dieser vier Funktionen als seine Hauptfunktion. Das ist die Funktion, über die er seine Lebensleistung vollbringt, über die er das schafft, was er im Leben aus sich herausbringen kann. Das ist die Funktion, die er, wenn man ihn ganz für sich selber lässt, am liebsten macht, weil sie ihm einfach so von der Hand geht, weil sie ihm keine Mühe erfordert, weil er darin auch schnell ist. Weil das ist direkt die Funktion seines Bewusstseinsraums, über den er reagiert. Wenn man schnell reagieren muss, reagiert man auf die Art und Weise, wo es am schnellsten geht. Und die Hauptfunktion ist schnell. Und die anderen Funktionen sind langsamer. Und daran kann man das sehen. Und jeder Mensch hat eine dieser vier Funktionen als seine Hauptfunktion. Ich nehme gerne mich selber als Beispiel. Ich kenne mich relativ gut, das ist unverfänglich. Und deswegen habe ich dieses Bild schon genauso gemalt, wie es hier ist. Mein Typus ist die Haupttypus ist die Intuition. Das heißt, ich bin von Natur aus erstmal nicht so sehr interessiert an dem, was da ist, sondern ich schaue die Möglichkeiten, die darin sind. Das sind Typen, die in vielen Dingen Innovation hervorbringen können. Das können auch gute Geschäftsleute sein. Die sehen etwas, haben sofort eine Idee, wie man damit Geld machen kann, zum Beispiel. Also das ist etwas, das ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig, wie jede einzelne Funktion. Man kann viele neue Dinge herausbringen, hat als Intuitive aber häufig nicht so dieses Durchhaltevermögen, das man braucht, um das tatsächlich zu realisieren. Weil jeder Weg ist immer auch ein schwieriger Weg und zwingt einen irgendwann in die gnadenlose Betrachtung der Tatsachen hinein. Und da strauchelt der Intuitive häufig. Deswegen sind viele Erfinder, sind Intuitive, die dann aber Schwierigkeit haben, ihre Erfindung in die Wirklichkeit zu bringen, in die Realität hineinzubringen. Und sie suchen sich dann häufig jemanden, der das kann und fallen dann meistens in dieser Kombination mit ihrem Gegentyp auf die Nase. Also diese Geschichten von Erfindern, die dann an jemanden geraten, der ihnen ihre Erfindung wegnimmt. Und da so ganz häufig solche archetypischen Geschichten. Und die Intuition ist also für mich immer die Funktion gewesen, die am schnellsten funktioniert, die so beherrschend ist, dass sie alle anderen Funktionen zunächst einmal in den Schatten stellt. Das ist die sogenannte Hauptfunktion. Ich habe natürlich ursprünglich gedacht, ich bin vielleicht auch ein Denker, aber ich habe festgestellt, dass mein Denken häufig eher ein Nachdenken ist. Ich muss nicht unbedingt selber notwendigerweise originelle Gedanken haben, sondern ich kann mich unglaublich faszinieren für die Gedanken anderer. Wenn ich also die Gedanken Jungs oder die Gedanken Burkhard Heims, also mein erstes, wenn ich mein Denken, meinen rationalen Denkprozess anwende, dann tue ich das am liebsten, indem ich wirklich ganz tief versuche zu verstehen, was andere denken. Ich muss nicht meine Lebensleistung durchs Denken erbringen, sondern wenn ich über mein Denken, gedankliche Werk eines anderen verstanden habe, sehe ich als Intuitiver wieder die Möglichkeiten, die darin stehen. Und der Intuitive verbindet Dinge, die scheinbar gar nicht miteinander in Verbindung stehen, weil er eine höhere Ebene sozusagen wahrnimmt, die Dinge tatsächlich auch miteinander in Beziehung setzt. So, in meinem Falle ist es so, dass ich meine Hauptfunktion sich immer auf das bezieht, was gerade möglich ist. Deswegen, der Intuitive, der hasst nichts mehr, als sich auf irgendetwas festlegen zu müssen. Ja? Eine Zeit, wenn man sich um 1 Uhr trifft, pünktlich, das bedeutet ja, dass man
sich nicht um 1.15 Uhr trifft oder 12.45 Uhr. Und damit hast du die 99% der Möglichkeiten ausgeschlossen. Das ist für den Intuitiven so ein Verlust, so ein Wirklichkeitsverlust, dass er unbewusst das Ding immer in irgendeiner Weise ein bisschen offen lässt. Deswegen ist für den Intuitiven so etwas wie Pünktlichkeit ist eine unglaubliche Herausforderung. Ist eine große Bemühung. Während ein Empfindungstyp, für den ist es ganz natürlich, sein Bewusstsein fließt immer in die Exaktheit der Festlegung. 5 o'clock tea. Der ist immer um 5 o'clock. Das kann ein Intuitiver nicht ertragen. Die britische Nation, gestern war the 90th birthday of Queen Elizabeth. Ja, das ist keine intuitive Kultur. Keine Kultur der Intuition. Das ist eine Kultur der Tradition, der Bewahrung von dem, was da ist. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, aber die können sich auch noch in 100 Jahren manifestieren. Lass das mal erst die anderen machen. Gucken wir erst mal, ob das was Gutes ist. Ne? Das ist also ein ganz anderer Typus und der braucht ganz exakte, klare Tatsachen und interessiert sich einfach für die Tatsachen. Und der Intuitive empfindet die Tatsachen als das, was einen eigentlich nur einschränkt in der Möglichkeit, frei zu denken und das zu sehen, was sich entwickeln kann. Es bezieht sich auch auf Menschen. Siehst du in einem Menschen das, was jetzt da ist, was er jetzt ist, oder siehst du dieses unglaubliche Potenzial, was in jedem Menschen besteht? Der Intuitive, der kriegt das nicht unbedingt mit, dass der Mülleimer voll ist und geleert werden könnte. Ja? So da hat er nicht so den Geist dafür, da hat er nicht so das Bewusstsein dafür. Deswegen quillt der Mülleimer dann auch gerne mal über. Ne? Das ist schwierig, wenn man mit einem Empfindungstypen zusammenlebt, der extrem darauf erpicht ist und diese Dinge sofort wahrnimmt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu arrangieren. Reinhard hat das in der Pause an mich herangetragen, so ein Lichtblitz, wo er erkannt hat, oh, ich bin ja mit einem Menschen zusammen, der genau das Gegenteil von mir ist. Der genau da, wo ich meine Ego-Funktion habe, da hat dieser Typus, mit dem ich zusammenlebe, den ich mir ausgesucht habe, hat der das Gegenteil. Und wir haben hier tatsächlich eine Gegenpoligkeit. Da, wo ich meine Hauptfunktion habe, in meinem Bewusstsein, dort bin ich stark. Und die gegenüberliegende Seite ist die große Schwäche. Oder mythisch ausgedrückt, es ist die ewig blutende Wunde. Das heißt, für mich als Intuitionstypen ist das Empfinden der schwächste Punkt, der niedrigste Punkt, der tiefste Punkt, den Punkt, den ich nicht ins Bewusstsein integrieren kann. Das geht nicht. Das muss man wissen. Da kann man sich bemühen, wie man will. Das ist, als wollte man als Angler in einem Ruderboot, wirft eine Angel aus, ein Walfisch beißt ein und sagt, den hole ich mir jetzt hoch. Ihr wisst, was dann passiert. Es ist nicht möglich, die der Hauptfunktion gegenüberliegende Funktion in diese oberflächliche, in das Oberflächenlicht des Bewusstseins zu holen. Das ist auch gar nicht die Idee. Und der Versuch scheitert grandios, beziehungsweise führt zu etwas ganz anderem. Darüber werde ich aber später noch sprechen. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, es gibt die Hauptfunktion, im Lichte des Bewusstseins, die mir leicht fällt, die ist schnell, mit der verbringe ich meine Lebensleistung. 90% der Zeit verbringe ich mit der. Und die gegenüberliegende Funktion ist mein blinder Fleck, ist ganz im Unbewussten. Diese Funktion ist ganz im Lichte des Bewusstseins, diese ist ganz im Unbewussten. Darüber habe ich keine Kontrolle. Die macht, was sie will. Als wenn die ihren eigenen Willen hätte. Die macht, was sie will. Die steht mir manchmal zur Verfügung und dann wieder nicht. Und meistens im falschen Zeitpunkt. Und dann, wenn ich sie brauche, steht sie mir nicht zur Verfügung. Heißt nicht, dass ich darin schlecht bin. Aber die verhält sich merkwürdig. Die verhält sich wie ein Kind. Die verhält sich archaisch, also etwas ungehobelt. Die verhält sich manchmal tyrannisch, weil sie ist sensibel, sie ist empfindlich. An der Stelle getroffen, die Achillesferse, ja, die blutende Wunde, an der Stelle getroffen, zucke ich zusammen. Gehe ich sofort in den Affekt.
Fließen sofort Komplexenergien in mein Bewusstsein hinein und vertrüben hier alles. Diese Funktion hat einen schillernden Namen. Wir nennen sie die inferiore Funktion. Ich schreibe den Namen mal dazu, weil irgendwie gefällt mir das Wort. Inferiore Funktion. Und die fasziniert mich. Ich finde das auch toll, dass die so heißt. Die inferiore Funktion. Das ist die schwächste Stelle und deswegen, wie so häufig, die größte Chance. Das größte Entwicklungspotenzial. Und gleichzeitig da, wo wir am schwersten hinkommen. Und ein großer Teil der Mythen beschäftigt und Märchen beschäftigt sich mit dieser inferioren Funktion. Und das ist eigentlich das zentrale Thema dieses Seminars. Für mich ist es ganz klar, das Empfinden, das heißt das Gefühl für meinen eigenen Körper zum Beispiel, das Empfinden in meinem eigenen Körper fällt dem intuitiven Typen schwer. Meine Hauptfunktion, und wenn ich jetzt von meiner Hauptfunktion spreche, könnt ihr das in eure Hauptfunktion übersetzen. Meine Hauptfunktion kann extrovertiert oder introvertiert sein. In meinem Falle ist sie ganz klar extrovertiert. Ich bin ein extravertierter Intuitiver. Das bedeutet zwangsläufig, dass meine inferiore Funktion introvertiert ist. Das heißt, meine inferiore Funktion ist introvertiertes Empfinden. Was bedeutet das? Die Wahrnehmung, die körperliche Wahrnehmung, die nach innen gerichtet ist. Also etwas in meinem Körper wahrzunehmen, ist für mich eine Herkulesarbeit. Und wenn es gelingt, dann ist diese Wahrnehmung mit dem gesamten Unbewussten kontaminiert. Das heißt, damit kommt alles mythisch-magische hoch. Das heißt, es ist numinos, es ist geladen, es ist energetisch geladen. Ja, also eine Körperwahrnehmung, wenn ich mal eine habe, ist nicht einfach eine Körperwahrnehmung, sondern sie steht für etwas Tieferes dahinterstehendes, nämlich für das ganze Unbewusste. Die inferiore Funktion, jetzt habe ich schon verraten, ist der Schlüssel zum Unbewussten. Die anderen Funktionen können das nicht. Das kann die inferiore Funktion. Die große Funktion, die Hauptfunktion, ihr Reich ist das Reich des Lichts, des Bewusstseins. Die inferiore Funktion ist ganz ins Unbewusste eingetaucht und deswegen ist sie unser Schlüssel zum Unbewussten. Und durch sie sind wir erstens verwundbar, das heißt, das Unbewusste kann uns jederzeit überschwemmen, überwältigen, aus der Bahn werfen, erreichen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, über diese inferiore Funktion wie durch ein offenes Tor, durch ein Stargate, ein Dimensionstor. Die inferiore Funktion ist ein Dimensionstor in die andere Welt, in die Tiefenwelt, ins Unbewusste, zum Selbst. Die inferiore Funktion ist damit der Schlüssel zur Verbindung zum Selbst. Denn da geht ihr erinnert euch, die Ich-Selbst-Achse, das hier unten in der Tiefe das Zentrum des kollektiven Unbewussten ist, die geht durch die inferiore Funktion hindurch. Und deswegen ist die inferiore Funktion so ein Schatz und so ein Fluch. Sie ist der verfluchte Punkt in uns selber und sie ist das Allerheiligste. Und diese beiden Dinge, das Verfluchte, das Tabu und das Heilige, das Gesegnete, sind ganz eng beieinander. Und in vielen Sprachen sogar mit dem gleichen Wort verbunden. Die inferiore Funktion. Die Wunde, die man hier empfangen hat, kann nur an dieser Stelle durch den gleichen Speer geheilt werden. Es war jetzt ein glühendes Plädoyer für die Bedeutung der inferioren Funktion, die alles, was sie uns kommuniziert, niemals in einer konkretistischen Sprache. Ja? Die inferiore Funktion sagt nicht Auto und Zebrastreifen. Und wenn sie Auto und Zebrastreifen sagt, dann steht etwas Tiefes dahinter. Es steht die gesamte Welt
des Unbewussten dahinter. Dann ist der Zebrastreifen ein Symbol für den Übergang von der einen Seite zum anderen. Das ist die inferiore Funktion. Ihre Sprache ist eine symbolische. Das heißt, ihre Sprache ist die Sprache der Symbole. Und das ist ein ganz entscheidender Satz. Was immer uns die inferiore Funktion kommuniziert, ist ein Symbol. Es steht für die dahinterstehenden konstellierten Archetypen, für die Kräfte des Unbewussten, für die Botschaft des Selbst, die uns in diesem Moment erreichen soll. Und insofern ist die inferiore Funktion ein Schlüssel zu der Dimension, die uns im Moment abgeht, zu der Botschaft, die uns erreichen soll. Das heißt, durch die inferiore Funktion erreichen uns Bilder des Unbewussten, die sehr stark emotional aufgeladen sind. Nun werdet ihr sagen, super, super, also das klingt ja richtig gut. Also dann lass uns mal die inferiore Funktion in Angriff nehmen. Lass uns mal auf die inferiore Funktion stürzen. Nein, stopp, Warnschild. Ganz und gar nicht, das geht nicht. Das ist gefährlich. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Keine Chance, von seiner Hauptfunktion, in der man geübt ist, direkt zur inferioren Funktion zu springen. Das gibt Schiffbruch. Das ist das Letzte, was man entwickeln kann. Auf dem Wege von der Hauptfunktion zur inferioren Funktion hat der liebe Gott die Hilfsfunktionen gelächt. Das heißt, jeder Mensch hat zusätzlich zu seiner Hauptfunktion eine oder zwei Hilfsfunktionen. Das sind die beiden Funktionen, die auf der senkrechten Achse liegen. Und im Allgemeinen ist eine dieser beiden Hilfsfunktionen stärker ausgeprägt und ist schon mal an der Lebensleistung beteiligt, ist schon mal im Lichte des Bewusstseins. Bei mir ist das relativ eindeutig, also eindeutiger geht's gar nicht mehr, das Denken. Das heißt, meine Hilfsfunktion ist das Denken, das auch extrovertiert ist. Das heißt, extrovertierte Intuition mit Hilfsfunktion Denken charakterisiert meinen Typ ziemlich genau, besser geht's eigentlich nicht. Das war für mich eine Erleichterung, endlich zu verstehen, Mensch, du musst gar nicht durch das Denken deine Lebensleistung erbringen. Ich muss keine neue Theorie entwickeln, wie ich das früher immer dachte, für die Verbindung zwischen Materie und Bewusstsein. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Da gab es tolle Denker, die haben das schon. Ja? Es gibt immer wieder Menschen, die mir sagen, du hängst zu eng an Heim, du hängst zu eng an Jung, mach deine eigene Theorie. Ja, könnte ich wahrscheinlich. Schreibe ich meinen Namen drüber, will ich aber gar nicht, brauche ich nicht. Ich bin völlig glücklich damit zufrieden, mit Hilfe meiner Intuition die Möglichkeiten zu erkennen, die diese Genies bereits erdacht haben, durch ihre Denkfunktion und ihre Intuition ans Licht des Tages gebracht haben. Und diese Hilfsfunktion gilt es als allererstes zu entwickeln. Der nicht entwickelte Mensch, der ganz am Anfang noch seiner Bewusstwerdung steht, der sich gerade erst bewusst geworden ist über seine Hauptfunktion, der macht alles über eine Funktion. Und das ist extrem instabil. Das ist gefährlich. Das ist eine nicht gefestigte Persönlichkeit. Die hat noch keinen integren Charakter. Auf die kann man sich nicht verlassen. Warum nicht? Weil sie nur auf der Wahrnehmungsachse oder nur auf der Bewertungsachse funktioniert und keinen Zugriff auf die andere Achse hat. Das ist eine extreme Unvollständigkeit. Ich brauche zumindest eine Funktion auf der Wahrnehmungsachse und eine Funktion auf der Bewertungsachse, um wirklich als eine integre Persönlichkeit in dieser Welt in Beziehung treten zu können. Und deswegen ist die erste große Aufgabe im Leben eines Menschen, wenn er nicht schon so geboren wird, was bei den wenigsten der Fall ist, seine erste Hilfsfunktion zu integrieren. Der Intuitive braucht das Denken, weil sonst kommt eine Intuition und der rennt los wie ein Irrer, ja, und hat sie nicht bewertet. Er fühlt sie nicht,
Aber er kann sie auch nicht logisch bewerten. Das heißt, er ist ihr immer noch ausgeliefert. In dem Falle, das wäre ein Mensch, dem sozusagen das Wasser bis zum Hals steht, der hat hier die Trennung zwischen seinem Bewusstsein und seinem Unbewussten. Das heißt hier, drei Funktionen sind über Bord gegangen, ne, unter Wasser, Kiel geholt und nur eine Funktion oben im Bewusstsein und mit der macht er alles, geht nicht gut. Wenn jemand nur das Denken als Hauptfunktion hat, ne, ohne eine entsprechende Wahrnehmung der Wirklichkeit dazu, das hängt sich auf, das dreht sich im Kreis. Ne, da fehlt dann der Bezug zur Wahrnehmung. Wenn jemand nur die Intuition hat, der verliert sich in Spekulationen und Möglichkeiten, hat keine Chance zu sehen, ist das jetzt eine dunkle Ahnung, ist das jetzt was Gutes, kann man da mal was mit anfangen, welche Konsequenzen hat das überhaupt? Zum Beispiel Machbarkeitswahn. Man sieht eine Möglichkeit und einfach nur, weil es eine Möglichkeit ist, will man es machen. Oh, ich kann noch eine größere Atombombe bauen. Ja, super, los! Ja, man fühlt nicht, was das für eine Wirkung haben kann und man kommt auch nicht auf die Gedanken, das ganze Szenario mal durchzuspielen. Ne, rein logisch kommt man auch zu der Schlussfolgerung, dass es noch bessere Beschäftigung gibt, als noch eine größere Bombe zu bauen. Aber wenn man es nicht fühlt und es auch nicht denken kann und in den Bereichen dem Unbewussten ausgeliefert ist, dann ist die Intuition isoliert brandgefährlich. Jede einzelne Funktion für sich isoliert ist in einer gewissen Weise ein Sicherheitsrisiko. Und deswegen kann man sagen, einem solchen Menschen fehlt diese Integrität, dass er wirklich mit der Welt und mit anderen richtig in Beziehung treten kann. So, für mich, ich mache es erstmal an meinem eigenen Beispiel, übersetzt euch das dann in eure Sprache. Für mich wäre es jetzt wichtig, als extrovertierter Intuitiver mein Denken zu entwickeln. Nun würde ich sagen, okay, mit Denken bin ich immer schon ganz gut klargekommen. Also es fiel mir immer relativ einfach mit dem Denken. Was bedeutet das jetzt für mich? Soll ich noch mehr denken? Nein, es geht da nicht so sehr um die Quantität, sondern es geht um nochmal eine Bewusstwerdung, was das Denken tatsächlich ist. Denken hilft einem Menschen zum Beispiel dabei, Dinge in Worte zu fassen, präzise zu kommunizieren. Und dabei ist die Präzision sehr, sehr wichtig im Denken. Denken hat eine ganz starke Unterscheidungskraft. Und für mich persönlich gibt es ja verschiedene Brüche in meiner Lebensgeschichte. Ein Bruch war, als ich Mönch geworden bin. Ich habe also meine akademische Karriere, die sicherlich vielversprechend war, nach allem Anschein an der Universität, nicht weitergeführt. So, an der Stelle habe ich der Intuition zuliebe es darauf verzichtet, meine Denkfunktion weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, wenn ich mich noch mal 5 Jahre hingesetzt hätte, um eine Doktorarbeit zu schreiben, was ich nicht gemacht habe, wäre ich gezwungen gewesen, mich auf ein Thema für 5 Jahre zu konzentrieren. Ja, als junger Mensch schreibt man seine Doktorarbeit noch nicht als eine Meta-Überlegung von Sokrates bis Heidegger, sondern ja, gerade in der Physik, du hast ein Thema. Als Experimentalphysiker sitzt du da 4 Jahre und bastelst an irgendeiner Schraube herum. Als Theoretiker musst du dich da irgendwie mit irgendeinem Hinterzimmer von Stephen Hawking, an dessen Quantengravitationsmodell ich damals gearbeitet habe, vor dem Diplom, beschäftigen und musst das durchrechnen. Das für den Intuitiven, das ist ihm zu feingliedrig. Das ist eine Einschränkung. Ja, das hätte mir aber ganz gut getan, wenn ich es gemacht hätte, um meine Denkfunktion noch stärker zu integrieren und ihr beizubringen, dass für jedes Statement, das man macht, für jede Aussage, die man macht, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Gift enthält. Okay, wenn ich sowas schreibe, dann muss ich in einem wissenschaftlichen Artikel, in einer Doktorarbeit die Quelle angeben und muss auch die Quelle überprüfen, ja. Heutzutage, gerade in der Esoterik, wird ständig irgendeine wissenschaftliche Quelle zitiert. Das meiste ist einfach Bullshit, weil ein inferiores Denken dahinter steht. Da bin ich allergisch. Ne? Da trifft man mich auch häufig auf einen wunden Punkt, aber ich erwische mich immer wieder dabei, das selber zu tun. Ich habe 2 Artikel über Burkhard Heim geschrieben. Die sind damals in einem Magazin veröffentlicht worden, das durchaus nicht zu den höchst angesehenen wissenschaftlichen Publikations,
Organen zählt. Aber immerhin hat es dazu geführt, dass Burkhard Heim selber diese beiden Artikel gelesen hat und begeistert war und Kopien davon an seine Umgebung und Verwandtschaft verteilt hat und begeistertes Feedback bekam. Und so rief mich Burkhard Heim dann eines Tages an. So sind wir in Kontakt gekommen. Er ist auf mich zugekommen. Dadurch, dass er diesen Artikel gelesen hat, er hat sich erst beschwert über die Zeitschrift, in der es erschienen ist. Und dann hat er gesagt, aber der Artikel ist, freut er sich sehr darüber. Und diese Anekdote, dass die Tochter seiner, ja, kompliziertes Verwandtschaftsverhältnis, nicht seine direkte Enkelin, eben zu ihm kam und sagt, du, jetzt habe ich das erste Mal verstanden, was du seit 30 Jahren überhaupt machst. Und das war ein schönes Lob. Dieser Artikel, über den Burkhard Heim mit mir am ersten Telefonat bestimmt eine Stunde gesprochen hat, hat ein direkter Schüler und Mitarbeiter von Burkhard Heim gelesen und hat mir ein vernichtendes Urteil dazu geschrieben. Hat gesagt, wo steht das? Zitat, Quelle. Das hat Burkhard Heim nie gesagt. Entschuldigung, das hat Burkhard Heim mir persönlich gesagt, ich war dabei. Ja? Das schreibt er doch hier im Lebensprozess auf Seite so und so. Ja, aber ich habe es nicht dazu geschrieben. Ja, wo sind die Fußnoten? Ja, als intuitiver Fußnoten. Ja? Das macht man nicht. Das muss die Hilfsfunktion machen. Aber wenn einem die ein bisschen egal ist, wenn man die vernachlässigt, dann macht die das nicht. Dann sieht die da großzügig drüber hinweg. Ja, diesen Schritt habe ich ein bisschen übersprungen. Und deswegen, ich habe vor 6 Jahren, habe ich wieder eine Doktorarbeit angefangen und aus irgendeinem Grunde und hatte auch meine Synopsis damals vorgetragen vor mehreren Universitätsdekanen. Die hat damals gerade in Indien viel Aufsehen erregt und noch vor 2 Jahren hat mein potenzieller Doktorvater gesagt, mach's fertig, schreib irgendetwas. Ja? Aber ich müsste mich festlegen, weil die haben festgestellt, das Thema, was ich angegeben habe als Doktorarbeit und in der Synopsis, ist so umfassend, das sind nun mal 100 Doktorarbeiten. Und ich müsste jetzt eins herauspicken, ein Thema und einfach 100 Seiten dazu schreiben, hat mich gebeten, schreib bitte irgendetwas, mach's einfach fertig. Und nee, geht nicht. Mach ich nicht. Ne? Und das ist die Hilfsfunktion, die sich noch so ein bisschen sträubt. Ne? Das wäre die Notwendigkeit, die Dinge noch mehr zu präzisieren, noch mehr beim Namen zu nennen, noch mehr festzulegen und in eine ganz starke, noch stärkere akademische Ehrlichkeit hineinzugehen. Ne? Wo man noch mal wirklich genau guckt, was ist gut belegt, was ist nicht so gut belegt, was ist eher eine Hoffnung, dass es mal belegt wird und so weiter. Diese Unterscheidung und sich mit dem Klein-Klein von Studien und allen möglichen noch mal auseinanderzusetzen. Ist aber gut. Ne? Also für mich noch ein Hinweis, an dieser Stelle noch vollständiger zu werden und damit noch mehr in die Tiefe gehen zu können. Gut, aber mit den beiden Funktionen komme ich schon ganz gut klar. Ganz wichtig zu gucken, was ist meine Hilfsfunktion? Die Hilfsfunktion ist niemals die inferiore Funktion, die kann das nicht, sondern sie ist auf der senkrechten Achse zur Hauptfunktion und sie ist der erste Schritt auf dem Weg zur Selbstverwirklichung, zu einer integren Persönlichkeit zu werden. Der erste Schritt. Und wenn man das getan hat, dann hat man die Chance auf dieser Mittelachse, auf dieser Mittelachse in den Ausgleich zu kommen. Das geht. Das heißt, derjenige, der mit einer Hilfsfunktion denken unterwegs ist, hat dann die große Aufgabe, sein Fühlen zu entwickeln und zu integrieren. Fühlen bedeutet nicht Gefühle. Gefühle hat jeder. Sondern Fühlen ist die Fähigkeit, bewusst mit diesen Gefühlen in Kontakt treten zu können und auf diese Weise das bewerten zu können, was die Hauptfunktion produziert. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ich habe doch so viele Gefühle, ich bin doch ein Fühltyp. Der kann inferiores Fühlen haben, weil die Gefühle einfach machen, was sie wollen. Sie stehen nicht als bewusste Funktion zur Verfügung. Ein Fühltyp geht ganz bewusst mit seinen Gefühlen um. Ja, der hat eine unglaubliche Fähigkeit, ganz klar Dinge fühlend zu bewerten und wird dafür auch geschätzt. Und Leute fragen ihn, diesen Menschen, weil der so ein verlässliches Gefühl hat.
Können Menschen, jemand mag total hyperemotional sein. Das ist meistens ein Hinweis, dass das Fühlen inferior ist. Weil es einfach so sprudelt und so wurschtelt und so macht und so tut. Das Fühlen ist die dritte Funktion und das ist die erste große Aufgabe. Das heißt, die Bewegung ist hier eine Schlangenbewegung. Sie geht aus vom Zentrum unseres Ego, unserer Hauptfunktion, führt dann zur Integration der Hilfsfunktion und dann in den Ausgleich zur dritten Funktion und erst dann im letzten Schritt zur Zuwendung zur inferioren Funktion. Das ist die Bewegung, die uns vorgezeichnet ist, um von der Hauptfunktion zur inferioren Funktion zu gehen. Es ist ganz wichtig, diese Schrittweise zu befolgen, weil man sonst ganz schnell ins kalte Wasser fällt oder ins kochende, je nachdem. Die inferiore Funktion. Mit der werden wir uns beschäftigen. Mit der beschäftigen sich die Mythen, die spirituellen Texte, die alten Religionen und unsere Träume. Aber es ist nicht der erste Schritt. Deswegen sehe ich das ganz, ganz stark in meiner jetzigen Situation. Zu lernen und diese Lernaufgabe, ich bin da ein bisschen resistent. Mit der dritten Funktion hat man meistens so seine Schwierigkeiten. Das Fühlen zu erlernen. Mir ist da bei meinem letzten Vortrag, ja, das ist mir erst in Taipei, als ich diesen Vortrag gegeben habe über das Tao, eigentlich geplanter Vortrag über Burkhard Heim, da ist mir das in diesem Vortrag überhaupt erst in den Geist gekommen. Also für mich ist Vortrag geben sowas wie aktive Imagination. Das ist mir für mich ein Kommunikationsprozess mit dem Unbewussten. Häufig fallen mir die Dinge, die bei mir lange im Unbewussten geschlummert haben, in Vorträgen ein. Deswegen gebe ich so gerne Vorträge. Und ist ein Experiment. Und in diesem Vortrag dort in Taipei, und deswegen erzähle ich das dann auch, nicht, ist mir eingefallen, Mensch, ja, vor 16 Jahren, da weiß ich noch, aus irgendeinem Grunde hat mich mein spiritueller Lehrer besucht, damals auf der Akademie Burg Schöner, wo wir die Vedenakademie für 9 Jahre in der sächsischen Schweiz auf einem wunderschönen Felsen an der Elbe im Wald hatten. Und ich hatte dort mir, als ich dort lebte, ein Klavier gekauft. Ich habe ja als 16-Jähriger Klavierspielen aufgehört und ich habe dann wieder angefangen. Das war noch eine Zeit, wo ich als Mönch lebte. Ich habe ja 12 Jahre als Mönch gelebt. Und in dieser Phase, manchmal ist, wenn man Mönch lebt, tut man das, wenn man Mönch wird, wenn man es vor allem sehr jung tut, macht man es aus einer gewissen Einseitigkeit heraus. Und der Entschluss, Mönch zu werden, mag, gerade wenn man jung ist, diese Einseitigkeit noch einmal etwas verstärken. Und das war bei mir auch der Fall. Und ich war also dort und spielte Klavier. Ich glaube, es war ein Stück von Chopin. Und mein spiritueller Lehrer kam zu Besuch mit einem Assistenten und hörte das. Hörte, wie ich Klavier spielte. Und er sagte danach, als ich fertig war, zu seinem Assistenten, du, ich glaube, der Markus, der sollte besser heiraten. Und ich glaube, er muss irgendwas in dem Klavierspielen gehört haben, dass sich da eine zweite Hilfsfunktion kommunizieren möchte, die das als Mönch irgendwie nicht so richtig kann. Ja? Und er hat dann mit mir gesprochen auf dem Spaziergang, ich weiß noch wie heute, durch die Wiesen und Wälder der sächsischen Schweiz und hat gesagt, Markus, denk doch mal darüber nach, ob das so mit dieser Idee, die wir da hatten, so du als Mönch lebenslang und dann Swami werden und so weiter, so wie ich das gemacht habe. Mein spiritueller Lehrer ist mit 16 Mönch geworden und ist jetzt 62, ist es immer noch. Und das mit Überzeugung. Ihm ist es gelungen, sein Fühlen auf seine Art und Weise ganz und gar in sein Wesen zu integrieren. Er ist aber auch Hauptfunktion Fühlen. Extrovertiertes Fühlen als Hauptfunktion. Und bei mir ist es nun mal hier ein bisschen noch im Halbkeller, im Halbdunkeln. Nicht? Und der Mönch, der hat nicht so gute Voraussetzungen, um das Fühlen zu integrieren. Während im Kontakt, im engeren Kontakt mit dem Weiblichen, dass dem Fühlen manchmal ein Stückchen näher ist, hat man da natürlich zumindest eine große Herausforderung. Nicht? Das weiß jeder Mann. Wenn man da nicht fühlt, dann, wie sagt man, wer nicht hören will, muss, na, was auch immer. Auf jeden Fall, ne, wer also nicht den inneren Impulsen hört, war das dann für mich der Schritt, die Lebensaufgabe. Ich bin jetzt seit 15 Jahren verheiratet. Und das war der erste Schritt. Und dann natürlich
Seit 10 Jahren habe ich eine Tochter und seit 7 Jahren einen Sohn. Und diese Beziehungen helfen natürlich sehr, ins Fühlen zu kommen. Wenn man da nicht fühlt, dann hat man ein Problem in der Familie. So, das ist nicht nur das, sondern ich werde auch hier unten wieder immer herausgefordert. Aber da wird es schwierig. Also den Mülleimer leer machen und das mitkriegen, wann der Mülleimer voll ist, fällt mir noch schwerer, als meine Gefühle bewusst zugänglich zu machen. Obwohl das eigentlich die einfachere Aufgabe zu sein scheint. Ne? Aber da spielt einem an dem Punkt der inferioren Funktion, spielt einem das Unbewusste einfach bewusst einen Streich. Ja? Du nimmst dir das immer wieder vor. Also ich bin ja nicht doof, ich bin ja intelligent, habe eine super Intuition, ja, und habe auch Lebenserfahrung, 50 Jahre. Ich müsste es doch hinkriegen, einfach nur rauszukriegen, wann der Mülleimer zu voll ist. Das ginge ja eigentlich. Nein, geht nicht. Keine Chance. Das Unbewusste, und selbst wenn man es gesehen hat, wird man in dem Moment wieder abgelenkt und hat es wieder vergessen. Durch irgendeinen unbewussten Impuls. An der Stelle ist diese extreme Unzuverlässigkeit, die man schon fast als eine persönliche Sabotageeinheit im eigenen Inneren auch identifizieren könnte. Und du kannst erstmal nichts machen. Du kannst erstmal nichts machen. Erstmal. Ja? Das ist okay. Aber die große Aufgabe ist hier, in der dritten Funktion. Weil dann kriegst du die ganze Achse hier ins Gleichgewicht, wo jemand sagt, ja, da habe ich meine Stärke, ich habe die Fähigkeiten zu bewerten. Und zwar in einem ausgeglichenen Verhältnis von Denken und Fühlen. Was das für ein großer Wert ist, wenn man das schafft. Deswegen ist hier für die meisten Menschen gerade so in der Lebensmitte die große Lebensaufgabe, das Fühlen zu erlernen oder das Denken oder das Intuieren oder das Empfinden, je nachdem, welche Funktion man dort hat oder welche Funktion ihr dort habt. Das sind also die ersten zwei großen Aufgaben, die beiden Hilfsfunktionen zu entwickeln. Und die meisten von uns stehen dort. Und gleichzeitig bekommen wir immer wieder die Hinweise aus der Tiefe von der inferioren Funktion. Und an der Stelle haben wir häufig dann auch unseren Transzendenzbezug. Aber darüber sprechen wir später. Wir haben ja noch eine zweite Session heute Nachmittag. Also lass uns erstmal uns mit diesem oberen Teil, mit diesem Dreieck beschäftigen. Und deswegen sind die meisten Systeme auch trinitär. Die meisten Systeme sind dreiwertig. Beispielsweise das christliche Gottesbild ist ein trinitäres Gottesbild. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der vierte Pol ist dort religionsgeschichtlich, als die Theologie dogmatisiert wurde, noch ganz tief im Unbewussten gewesen. Deswegen ist ein trinitäres Symbol niemals vollständig. Es schreit letztlich nach Vervollständigung. Beziehungsweise die Vervollständigung erfolgt ja immer. Deswegen schickt der liebe Gott dem Dr. Faust ja den Mephisto vorbei. Weil er nicht vollständig ist in seinen drei Funktionen, wenn überhaupt. Und deswegen hat der liebe Gott dem seligen Martin Luther den Teufel auf der Wartburg vorbeigeschickt. Und er musste mit dem Tintenfass nach ihm werfen. Die Trinität ist eben nicht vollständig, sondern bedarf letztlich der Integration des dunklen Pols. Und in der christlichen Theologie oder im christlichen kollektiven Bewusstsein wurde der dunkle Pol ja immer mit der Weiblichkeit identifiziert. Das heißt, da war immer eine Projektion des verdrängten Unbewussten, des Dunklen, des Minderwertigen, so wird ja das Bewusste empfunden, des Primitiven auf das Weibliche oder auf die Frau. Die Verfolgung der Hexen war im Mittelalter, der Inquisition war ein Extrembeispiel, was das für Perversion, in was für eine Perversion so ein Konzept, so eine Unvollständigkeit enden kann. Wenn man sich das mal vor Augen führt, sieht man, was für eine Kraft in diesen psychologischen Konzepten drinsteckt. Man denkt immer, ja, so ein bisschen Psychologie ist ja auch ganz nett. Ne? Ist ja schön, das zu verstehen. Hier steckt so viel Sprengstoff drin. In dieser Ausgrenzung steckt so viel Sprengstoff drin. Und Jung hat das ja hat den Ersten und den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und er hat beide vorweg geahnt.
Und gerade in den 20er Jahren, überall in Europa, das Einbrechen des Unbewussten über den Faschismus, der sich ja nicht nur in Deutschland manifestiert hat, den Antisemitismus, der nicht nur in Deutschland, ist es besonders stark hervorgebrochen, das hatten wir in ganz vielen europäischen Staaten. Das war ein so extremer Einbruch des verdrängten Unbewussten, der inferioren Funktion, die in Form von wilden esoterischen Konzepten teilweise auch aufgetreten ist und Verschwörungstheorien, die nur zu erklären sind, dass die Menschheit kollektiv in einem ganzen Land und dann in ganz Europa unter den Einfluss einer verdrängten, null integrierten, inferioren Funktion geraten ist. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was passieren kann, wenn die inferiore Funktion und mit ihr vielleicht noch ein, zwei Hilfsfunktionen nicht integriert wird, was das für das kollektive Bewusstsein bedeutet, sieht man seine eigene große Verantwortung. Die inferiore Funktion kannst du auch moralisierend mit dem Bösen identifizieren zunächst mal, wenn sie nicht integriert ist. Das heißt, jeder hat dieses Böse in sich. Und wenn er in dem Sinne das kultiviert, trägt das zum kollektiven Bösen bei. So das kollektive Böse, das immer wieder einbrechen kann in den Bewusstseinsraum, ins kollektive Bewusstsein, das überschwemmen kann, hängt von der unendlichen Vielzahl der kleinen individuellen Bösen Aspekte zusammen. Und insofern ist da natürlich eine ganz große Verantwortung für jeden Einzelnen, sich der Projektionen, zumindest der inferioren Funktion, immer wieder bewusst zu werden. Und man projiziert sie natürlich immer auf das Fremde. Es ist immer das andere, das man ausgrenzt, das man dämonisiert, ob das eine andere Religion ist, ob das Menschen sind, die aus dem Ausland kommen, ob das niedere soziale Schichten sind, was auch immer. Dieser Prozess führt zu den ganzen großen politischen, globalen, religiösen Konflikten. Das ist nichts anderes als Unbewusstheit und die strikte Weigerung des Bewusstseins an dieser Stelle in Kontakt zu treten mit sich selber. Es ist die innere Spaltung, die dazu führt, dass die Menschheit gespalten ist, und der innere Krieg, der dazu führt, dass die Menschen untereinander Krieg führen. Vor allem die Ideologien, die Religionen, diese ganzen großen kollektiven Projektionen, die unter dem Einfluss großer kollektiver kultureller Symbole stehen. Also wenn man sich mal überlegt, was da für ein Sprengstoff dahinter steckt, dann sieht man auch, was für eine Lösung dahinter steht. Und die Lösung besteht darin, letztlich zunächst einmal, und das muss in den Eliten geschehen, der Gesellschaften, hier einen solchen Transformationsprozess anzustoßen. Gut, jetzt zurück zu unserer kleinen Welt. Wir wollen jetzt erstmal schauen, wo wir selber stehen. Und dazu gibt es eine Möglichkeit, sich selber mal zu überprüfen, indem man 4 einfache Fragen beantwortet. Und das möchte ich gerne mal mit euch tun. Die erste Frage bedeutet, die haben wir schon gestellt, ist die Frage Nummer 1. Bin ich, wie lebe ich? Introvertiert oder extrovertiert? Und ich glaube, an der Stelle kann jeder jetzt für sich ein I oder ein E in die erste Zeile schreiben. Erstmal versuchsweise. Lebe ich introvertiert, lebe ich extrovertiert? Das haben wir schon vor Mittagessen gemacht. Die zweite Frage ist auch ganz einfach. Sagen wir es mal so, wie denke ich? Denke ich praktisch oder denke ich theoretisch? P wie praktisch und T wie theoretisch. Was bedeutet das? Praktisch bedeutet immer ganz konkret als erstes an den ganz konkreten Aufgabenobjekten, die jetzt gerade vor mir liegen. Theoretisch bedeutet erstmal eine Abstraktion, erstmal eine Idee, erstmal ein Konzept. Was ist das Erste, wenn ich an ein Problem, an eine Aufgabe herangehe? Bin ich eher praktisch? Ich packe das an, was da ist, ganz konkret.
Ja, so abstrakte Konzepte und Ideen sind mir da eher suspekt. Oder denke ich tatsächlich eher konzeptionell, ideell, theoretisch? Bei mir ist es immer der theoretische Zugang. Bei jemand anderem ist es immer der praktische Zugang. Also das kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Wie geht ihr ran? Geht ihr praktisch ran, ganz konkret an dem, was da ist? Oder eher theoretisch, ideell, in Abstraktionen? Und dann schreibt euch in die zweite Zeile ein kleines P oder ein kleines T. Wem gelingt diese Zuordnung zunächst einmal ganz gut für sich selber? So, toll. Wer hat damit ein Problem noch, sich das? Conny, du bist einfach schon ein bisschen zu weit in dem ganzen Prozess. Wie war denn das früher? Bist du eher so ein Anpacker, der ganz konkret sich mit den Dingen beschäftigt? Oder, ja, früher. Genau, das ist ja klar. Dann mach bitte ein P. Du bist eine Praktikerin. Ja. Hm? Super. Du bist ja auch eine heilende Praktikerin. Genau. Ne? Also, noch jemand, der an der Stelle einen kleinen Anschubs braucht? Super, das geht ja gut. Dann gehen wir jetzt zur dritten Frage. Wie urteile ich? Beurteile ich, tue ich das eher logisch oder tue ich das eher fühlend? Also logisch bedeutet ganz klar unterscheiden, so oder so. Fühlend ist auch weicher. Kann auch ein sowohl als auch sein, kann, also das Logische ist härter. Ne? Und das Fühlende ist weicher, das ist so ein bisschen, naja, fühlender. Logische ist kategorisierender. Bei dir ist klar, sowohl als auch. Genau. Aber wie war das früher? Vor deiner Erleuchtung? Früher auch schon. Auch schon, okay. Ja, das kann sein. Auch schon. Dann sowohl als auch, gibt's auch. Ja, bitte. Ja. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das vor dich herschieben, nein, nein. Da müsstest du schon andere Eigenschaften nennen, damit ich das unterscheiden könnte. Klar, der Praktiker, passt schneller an, aber die Frage ist, warum schiebst du Dinge hinter dir her, vor dir her? Na, also dir fällt es noch schwer, das zu unterscheiden, ja, zwischen praktisch und theoretisch? Mhm. Was ist denn bei dir? Bist du mehr so der konkrete Typ, der sich an dem orientiert, was da ist, oder bist du mehr so von den Möglichkeiten fasziniert? Mehr konkret, dann mach ein P. Ja? An dieser Stelle entscheidet sich die Alternative zwischen Empfindungstyp und Intuitionstyp. Das ist hier ein bisschen versteckt, weil ich möchte euch nicht unter dem suggestiven Einfluss dieser suggestiven Begriffe haben. Und an dieser Stelle ist eher das Denken und das Fühlen voneinander unterschieden. Das ist hier wirklich ein Urteilen, ein Entscheiden. Und das ist eher ein Wahrnehmen. Wer hat an dieser Stelle noch vielleicht einen Zweifel, über den wir sprechen könnten, oder eine Frage, die euch, deren Klärung und euch helfen würde, euch klarer einzuordnen? Bruno, wie sieht es bei dir aus? Kommst du klar? Jo? Du auch? Schön. Sehr schön. Manchmal auch fragt deinen Nächsten, wie er dich sieht. Ja, das ist richtig. Menschen, die einen sehr gut kennen, zu fragen, ist immer eine gute Unterstützung. Ne? Also das ist ganz spannend, wenn man selber, es gibt auch große Fragebögen, die mal für sich selber auszufüllen oder die mal für jemand anderen auszufüllen. Das Eigen- und das Fremdurteil. Ja, und jetzt kommt die vierte Frage, die ist ganz einfach. Ja? Nämlich, also hier oben, wie lebe ich, ist eigentlich die falsche Frage. Also wie richtet sich meine Aufmerksamkeit? Das ist eher die richtige Frage.
nach außen oder nach innen. Und die Frage, wie lebe ich, die möchte ich gerne an vierter Stelle stellen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder geplant oder spontan. Spontan, aus dem Moment heraus oder geplant, schon doch ein bisschen strukturierter. Conny, geplant oder spontan? Das wollen wir jetzt aber wissen. Ja, genau. Also eher spontan. Die Frage, ja, natürlich, jeder hat spontane Momente und hat auch geplante Momente. Aber das kann man meist ziemlich gut sehen. Also das kann man meist wirklich sehr gut unterscheiden. Ne? Plane ich eher, brauche ich die Sicherheit einer Struktur, wo ich weiß, wann etwas geschieht, in welcher Reihenfolge, oder ist es eher wirklich ein in dem Fluss spontan sein? Es ist, gibt keine Wertung. Man kann nicht sagen, das Spontane ist besser, das Geplante ist besser. Offensichtlich braucht man beide mit Modi im Leben. Ich bin extrem spontan, das ist die intuitive Natur bei mir. Das entscheidet, welche Funktion Haupt- und welche Nebenfunktion ist. Hierüber entscheidet sich Haupt- und Nebenfunktion. Über spontan geplant kriege ich raus, welche im Vordergrund steht. Vielleicht kommt man da ganz gut ran, wenn man sagt, der Alltag erschlägt mich ja eigentlich. Ich plane meinen Alltag. Aber im Urlaub, wie plane ich meinen Urlaub? Ich glaube, da kann man vielleicht sagen, spontan oder geplant. Ja, genau, das ist richtig. Man wird natürlich auch sozialisiert durch die Zwänge, soziale Zwänge, familiäre Zwänge, berufliche Zwänge, lernt man auch Funktionen zu nutzen und Modi zu verwenden, die sonst nicht gehen. Aber das ist ein guter Hinweis, wenn ich mal ganz privat bin, wenn ich einfach mal sein kann, wie ich bin im Urlaub. Ja? Was steht dort im Vordergrund? Bei mir ist das so spontan, dass ich nicht in der Lage bin, Urlaub zu planen. Ich kann den Urlaub maximal einen Tag vor Beginn buchen. Das wäre auch gar kein Problem, wenn ich nicht meinen Lebenspartner gewählt hätte, meine Frau, die extrem geplant ist. Was natürlich zu einigen Komplikationen führen kann. Die kann es nicht ertragen, 3 Monate vorher nicht zu wissen, wann wir wohin im Urlaub fahren. Und das ist natürlich eine richtig spannende Kombination. Richtig gute Kombination. Und das war auch, was Reinhard in der Pause gesagt hatte, wo ihm eingefallen, Mann, ich habe ja mein Gegenteil geheiratet. Das ist eine beliebte Kombination. Anstatt mich selber zu vervollständigen, ja, suche ich mir einfach die Funktion. So, das ist einfach nur Faulheit. Du kriegst ja mit, wenn der Mülleimer voll ist. Bring du doch den Müll weg. Funktioniert doch wunderbar. Und wenn sich der Partner auch darauf einlässt, ist das eine geniale Ergänzung. Und man kommt durchs Leben, ohne sich zu streiten und ohne sich selber entwickeln zu müssen. Ist eine Riesengefahr. Wenn 2 Leute zusammenkommen mit inferiorem Denken, ja, die nicht denken können, irgendwann stellt sie das Leben oder der Individuationsprozess vor eine Aufgabe, wo sie denken müssen, sonst sterben sie. Und irgendwann fängt einer von den beiden an zu denken. Ja, das wird dann passieren. Wenn du einen Denker und einen inferioren Denker hast, ratet mal, wer die Denkaufnahmegabe übernimmt. Der Denker. Ja? Und der andere fühlt für den anderen. Und du hast einen Empfinder und du hast den Intuitiven. Es ist in der Partnerschaft, es gibt nach diesem Modell insgesamt 16 Typen. Das kann man abzählen. Erstens hast du 2 Möglichkeiten, introvertiert, extrovertiert. Das sind 2. Dann kannst du 1 von 4 Hauptfunktionen wählen. Ist 2 mal 4, mach 8. Und wenn du die Hauptfunktion identifiziert hast, hast du genau 2 Möglichkeiten, eine Hilfsfunktion zu finden. Die dritte scheidet aus. Also 8 mal 2 macht 16 Möglichkeiten. Und jeweils 2 stehen einander extrem diametral gegenüber. Ich habe genau meinen Gegentypen geheiratet. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Zufall, sondern passiert sehr häufig. Und das gibt dann 2 Möglichkeiten. Entweder man ergänzt sich perfekt, was auch zu einer Starre führen kann, weil du hast nicht mehr die Herausforderung deiner inferioren Funktion. Du überlässt sie einfach dem anderen. Und ihr seid total harmonisch. Aber wenn dann mal einer weg ist oder einer stirbt, bricht die Welt zusammen. Und man ist es einfach nicht gewohnt. Ist einfach nur stinke Faulheit.
So, und das, da hat das Leben auch meistens keinen Mitleid damit, sondern das wird dann irgendwann nicht mehr toleriert vom Leben. Die andere Möglichkeit ist der ständige Konflikt. Das ist besser, wenn diese Konflikte ausgetragen werden und sich dann mehr und mehr ergänzen trotzdem. Weil man ja auch sich ständig an dem anderen bricht. Wenn ich als Intuitiver die Lebensweise und das Verhalten eines Empfindungstypen sehe, als extrovertierter Intuitiver den introvertierten Empfindungstypen, dann ist das natürlich, sehe ich dort meinen Schatten. Ich sehe dort meine unbewusste Persönlichkeit. Und da kann ich natürlich in Konflikt geraten. Aber wenn ich diesen Konflikt lebe und jetzt nicht einfach nur als Konflikt lebe, sondern in den Lösungsprozess hineingehe, löse ich ihn auch in mir selber. Also das kann einfach nur eine bequeme Arrangierung sein, wie in den meisten Fällen. Es kann aber auch eine unglaubliche Chance zur Lösung des inneren Konfliktes sein und der Konfrontation mit der inferioren Funktion. Beides ist möglich. So, wie ist das euch gegangen, spontan geplant? Kommt ihr damit klar? Könnt ihr euch so ein bisschen bewerten? Klappt es? Super. Dann gehen wir jetzt mal in eine Tabelle. Tabellen sind immer super. Und zwar ist die Tabelle auf der Seite 2. Und in dieser Tabelle seht ihr jetzt die 16 Typen. Die Namen dazu habe ich mir mal ausgedacht. Das sind keine klassischen Namen, die man irgendwo in der Literatur findet. Es ist ganz schwierig, so einem Typen einen Namen zu geben. Ne? So, und hier habt ihr die Nomenklatur. I steht für introvertiert. E steht für extrovertiert, extravertiert. Gibt es beide Sprechweisen. S steht für empfinden. Weil wir wollten hier nicht den Begriff, den Buchstaben E nochmal verwenden, der würde doppelt kommen. Das kommt dann von Englisch Sensation. N steht für Intuition. Der zweite Buchstabe der Intuition, weil der Buchstabe I ja schon verwendet wird. Und beim anderen ist es straightforward. Denken wird durch das D repräsentiert und das Fühlen durch das F. So, und jetzt könnt ihr in dieser Tabelle schauen, halt, welcher Typ ihr seid, indem wir in den vier hinteren Spalten schaut. Handelt, introvertiert, denkt, genau, das war der Punkt, handelt. Bei der Frage 1. Denkt theoretisch, praktisch, beurteilt, fühlend, logisch, lebt spontan, geplant. Das heißt, ihr könnt nach diesen vier Punkten, die ihr euch aufgeschrieben habt, hier eure Zeile finden und euch den Typus aufschreiben, der nach dieser ersten Selbstbewertung auf euch zutreffen könnte, erstmals Kandidat. Schaut mal bitte, in welcher Zeile ihr dort landet. Na, bei Reinhard bin ich echt gespannt bei dir. Okay, das jo, stimmt. Hätte ich auch getippt. Praktisch. Das heißt, hier oben sind die I's, da sind die IPs. IPFS. IPFS. Weil hier das P fehlt, oder? Nein. Das ist IPFS. Hast du? Kannst du mal hier unterstreichen oder ankreuzen? Genau. IPFS. Wunderbar. Das heißt, hier ist der Typus. Du bist introvertiertes Fühlen mit Hilfsfunktion Empfinden. Introvertiertes, der Typ heißt Künstler. Ein Heilkünstler in dem Fall. Hat's Praktiker. Ein Praktiker. Aber ja. Schon weiterentwickelt zum Glück. Ja, du, nichts gegen Praktiker. Also, ich liebe Praktiker. Intellektueller. Oh, sehr schön. Muss auch geben. IP. Beim dritten bin ich mir noch nicht klar. Das heißt, die Frage des Beurteilens, logisch oder fühlend, ja? F. Ich würde dann einfach mal in Klammern die andere Alternative dazu schreiben, also darunter, um sich die auch mal anzuschauen. Wenn man irgendwo sagt,
in einer dieser drei Fragen, vier Fragen, bin ich mir nicht ganz sicher, dann nehmt euren Favoriten, guckt euch den an und in Klammern den zweiten Fall darunter schreiben und sich den alternativ auch nochmal anzuschauen und zu vergleichen. Ich komme gerne rum, wenn es Ungleichheiten gibt. Okay? Sehr schön. Guck, jetzt gehen wir mal extrovertiert. Ich muss man hier gucken. Okay, extrovertiert. Wo war die Aufzeichnung? Extrovertiert, praktisch, ja. Extrovertiert, praktisch fühlen. Extrovertiert, praktisch fühlen, spontan. Da ist er. Den, hier meinen wir das Kreuz. Wenn das tatsächlich die richtige Spalte ist, ist das die extrovertiertes Empfinden mit Hilfsfunktion fühlen. Nennt sich hier Lebemann. Und also extrovertiertes Empfinden mit Hilfsfunktion fühlen. Nein. Extrovertiert, theoretisch fühlend. Da ist sie. Kommunikator. Erstmal Kreuz machen. Ja. Extrovertierte Intuition und Hilfsfunktion. Ja? Super. Das ist dann der IFS. Introvertiert fühlen mit Hilfsfunktion empfinden. Toll. Der ist super. Das erste ist dann die Hauptfunktion, zweite die Fünffunktion. Ich mache das, ja? Nun kommt nicht vor. Also, extrovertiert. Sehr schön. Und da hast du mal geguckt? hast du geguckt, welcher Typus das ist? Nein, auf der Seite, auf Seite 2 bitte. Extrovertiert, was ist das? Nein. Jetzt, wo ich mich mal andersrum. Extrovertiert theoretisch. Extrovertiert theoretisch fühlend. Da ist er, Kommunikator. Ja, mal das Kreuz hier machen, dass wir den nicht verlieren. Ja, selbstverständlich, ich komme. Introvertiert? Fühlen. Ganz genau. Hilfsfunktion ist das Empfinden. Das S steht fürs Empfinden. Sensation. Wem von euch ist es noch nicht gelungen, sich eindeutig wiederzufinden? Ich komme dann gerne noch vorbei. Sagt mir Bescheid. Wie ist es? Ja, das heißt, nichts weglassen. Introvertiert, praktisch, fühlend, spontan. Introvertiert, praktisch, fühlend, spontan. Da haben wir IFS. Ja? Also hier ist ja schon das Kreuz. Das heißt, der Und das P habe ich halt immer gefunden. Oh, da ist es. Introvertiertes Fühlen mit Hilfsfunktion empfinden. Ganz viele hier im Raum sind Künstler. Wer hat noch eine Frage zu dieser Entwicklung? Also wenn ich jetzt sage IPL, dann kann ich mich nicht entscheiden, ob ich das IPLS. Hast du hier geschaut, wo das ist? Nein, das ist alles schon. Introvertiert praktisch, logisch. Spontan, da ist es. Introvertiert, praktisch, logisch, spontan. Jetzt habe ich jetzt heute Morgen die Formel. Das Kreuz machen hier bitte. Okay. Ja? Und dann ist bitte die Funktionalität. Introvertiert, denken, mit Hilfsfunktion empfinden. Reinhard. Spontan. Aber wenn jetzt geplant, wieso ist geplant Intuition? Intuition hat doch einen Plan. Das Gegenteil von spontan. Ich bin ja.
Wo ist denn dein Typus? Ja. Introvertiert, praktisch, schön gespannt. Da ist keine Intuition. Deine Hauptfunktion ist Fühlen und deine Nebenfunktion Empfinden. Wieso soll Intuition sein, wenn es geplant ist? Ist es nicht. Wer sagt denn das? Hier steht das. Nein. Oben hast du geschrieben Intuition und unten Empfinden. Das ist ja nur mein Typ. Ich bin ja spontan. Die Intuition ist meist spontan, die ist nicht geplant. Das heißt auch, wer sagt das? Spontan und geplant hat nichts mit den Funktionen zu tun, sondern nur mit der Reihenfolge. Jede Funktion kann. Der Intuitive, der hat hier ein T statt ein P. Das wäre, deswegen, wenn du hier, genau, das wäre dein intuitiver Typus. Genau, da gucken wir uns gleich an. So, wer hat jetzt einfach noch Schwierigkeiten bei der Identifikation des einen von 16 Typen, den er wahrscheinlich repräsentiert? Ist euch das allen geglückt? Da kommen wir gleich weiter. Wollen wir es mal anschauen? Introvertiert, praktisch, fühlen, spontan. Ja? Mehr introvertiert, ja? Ja? Sehr schön. Und dann eher praktisch, keine großen theoretischen Konzepte, mehr so an dem, was konkret da ist. Könnte auch theoretisch. Du musst dann gucken, ob du an welcher dieser Stellen du denkst, da könnte ich auch das andere sein. Dann würde ich nochmal den anderen Typen angucken, aber Künstler ist auch nur, wir gehen da gleich mal in die Tiefe, schauen uns das an. Nicht? Aber prinzipiell ist es jeder klargekommen mit der Tabelle, wie man das macht. Ja, geht so, oder? Wie bezeichnest du Künstler mehr als Lebenskünstler? Die haben als wirklich etwas sehr Spontanes, fühlend, Emotionales. Für mich sind Künstler eine große Herausforderung. Also deswegen habe ich es ein bisschen schwer mit dem Typus. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Erstmal ging es darum, ob man mit der Systematik klarkommt. Und jetzt gucken wir gleich, ob das irgendwie passt. Okay, hat jeder seinen Typus gefunden? Wunderbar. Seid ihr auch klargekommen mit eurer Zuordnung? Erstmal, sehr schön. Und zwar habe ich hier drei Kategorien ausgesucht, weil hier überall nur drei stehen. Und jetzt nein. Hier vier Fragen. Ja, richtig. Aber hier sind diese vier Kategorien. 1, 2, 3, 4. Ja. Und wenn man die hat? Introvertiert. Praktisch. Ja. Logisch. Ja, guck mal, introvertiert, praktisch, logisch, geplant. Geplant. Da ist er doch. Ja, da ist er doch. Ja. Und da kriegst du jetzt die drei Funktionen raus, nämlich introvertiert, empfinden, denken. So, jeder schreibt sich bitte jetzt seine Haupt- und seine Nebenfunktion auf, mit dem Intro oder der Extrovertierten. Das ist das Ergebnis dieser Übung. Jeder von euch weiß jetzt, was seine Haupt- und seine Nebenfunktion ist. Richtig? Schreibt euch das bitte eindeutig auf. Hat das jeder? Wer hat es noch nicht? Ich helfe euch dann persönlich kurz weiter. Das ist mir ganz wichtig, dass es jeder hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Idealist hast du, das ist sicher. Dann gehst du, okay. Ich mache das jetzt mal vor, hier kommt die Frage, wie kommt man drauf? Dass das jeder noch mal sehen kann. Ich gehe jetzt hier mal in das Skript auf die Seite 2. Hier hat eine Person den Idealisten gefunden. So, was ist jetzt die Hauptfunktion? Das steht hier, in diesem Feld, IFN. I steht für introvertiert. E für extra, also introvertiert F, und das ist die Hauptfunktion. Die zweite Stelle ist die Hauptfunktion. F ist Fühlen. Und dann N ist Intuition.
Das ist dann die Hilfsfunktion. Das heißt, der Idealist ist introvertiertes Fühlen mit Hilfsfunktion Intuition. Das ist der Idealist. Introvertiertes Fühlen mit Hilfsfunktion Intuition. Meine Tochter ist ein solcher Typ. Im Enneagramm dem Friedensmacher, der Nummer 1 zugeordnet. Da kommen wir aber später zu. Ja, die zweite Stelle hier ist immer die Hauptfunktion. Ja, das ist introvertiert, extrovertiert, Hauptfunktion, Nebenfunktion. So kann jeder jetzt sich niederschreiben, was ist meine Hauptfunktion und was meine Nebenfunktion. Die erste ist nur introvertiert, extrovertiert. Ne? Ist nicht die Hauptfunktion. Ach, wenn das jeder hat, dann bin ich ja schon mal glücklich. Etappenziel erreicht. Und jetzt werden wir uns damit auseinandersetzen, was das dann bedeutet und zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Das muss man jetzt empirisch validieren. Das machen wir gleich. Aber prinzipiell hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist nicht die Hilfsfunktion. Das hat, ja, du bist entweder IFS oder IFN. Genau, stimmt. Bei der Hilfsfunktion ist die Frage, ob Intuition oder Sensation. Das ist ein großer Unterschied. Bist du, ja, also bei Sensation wärst du... Ich gehe jetzt aber praktisch an, aber ich liebe theoretische von anderen zu lesen und nachzuvollziehen. Okay. Gehen wir jetzt gleich darauf ein, wie wir damit umgehen. Wie sieht's aus? Hat jemand seine Haupt- und Nebenfunktion noch nicht gefunden? Dann komme ich noch mal kurz. Haben Sie Ihren Typus schon gefunden? Oh, Entschuldigung. Bitte? Was ist Ihr Typus? Ah, der Förderer. Extrovertiertes Fühlen mit Hilfsfunktion Intuition. Also Hilfsfunktion ist Intuition, dann ist ja die Hauptfunktion. Nein, das Fühlen. Extrovertiert, theoretisch, fühlend, spontan. Das ist diese Spalte. Ah, Intuition, Entschuldigung, richtig. Ganz genau, da habe ich mich in der Spalte versehen. Der Spontane ist der Kommunikator. Kenne ich ganz viele. Ne, haben wir hier den Kommunikator? Wieso? Extrovertiert, theoretisch. Achso, spontan oder geplant? Ah, gut, das heißt, wir haben hier diese beiden Typen. Einer von den beiden ist es. Und das können wir dann gleich herausfinden. Das ist einfach nur der Unterschied zwischen der Reihenfolge. Ganz bestimmt, also meine Hauptfunktion. Wenn Sie sich da sicher sind, sind Sie der Kommunikator. Ja, das ist hier diese. Machen wir jetzt gleich. Ist extrovertierte Intuition mit Hilfsfunktion fühlen. Das ist der Kommunikator. Den nennen andere Komiker. Ich nenne ihn Kommunikator, finde ich besser. Ja. Also wunderbar, ich bin sehr glücklich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich denke, jeder ist zu einem vorläufigen Endergebnis gekommen. Diejenigen, die noch nicht, die sollten vielleicht die Kaffeepause, die wir jetzt mit 15 Minuten, ach, sind wir heute pünktlich, das ist also für einen Intuitiven eigentlich nicht machbar, aber man kann ja über sich selber hinauswachsen und wir machen jetzt eine reguläre Kaffeepause, eine halbe Stunde Kaffeepause? Also ich würde mal sagen, Leute, realistisch 20 Minuten. Wir pangeln pünktlich 10 vor 4 an. Gibt bestimmt einen guten Kaffee. 10 vor 4 fangen wir an. Ihr könnt ja die Pause schon mal nutzen, drüber nachzudenken. Und danach steigen wir jetzt nochmal ein in die Validierung und was das wirklich für uns bedeutet, dass wir diese Funktion sind. Also dann bis gleich.
Danke.